Es ist ganz klar gesagt, sehr viele Bauern wollen was ändern, sehr viele tun das, aber die brauchen die Unterstützung, denn die können oft von ihren Produkten gar nicht leben. Ein kleiner Nachsatz. Und auch noch ein Gruß rüben an die Trecker, die jetzt hier stehen. Wir bitten euch, Treckerfahrer, liebe Treckerfahrer, geht zu euren Gefährten, zu euren Schleppern. Ihr werdet jetzt da gebraucht, dann bald schon geht's los. Okay. Ganz viele von euch, das sehe ich hier auf ganz vielen Plakaten, das seht ihr auch, wenn ihr euch umschaut, sind hier nicht nur, weil es darum geht, wie Landwirtschaft gemacht hat, was damit zu tun hat, wie es der Umwelt geht oder den Bauern, sondern auch, wie es unseren Tieren geht. Ihr wollt, dass es ihnen besser geht. Hier ist ein Mann heute, dem ist das so wichtig, dass er das zum Beruf macht, für eine bessere Zukunft der Tiere zu kämpfen. Der kommt hier schon auf die Bühne. Es ist für euch hier da der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, und seine kleine Kollegin Marlene. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, die ist letztes Jahr so spontan für ihn eingesprungen. Thomas Schröder, was muss anders werden für eine bessere Tierhaltung? Vielen Dank. Wer das hier sieht, der sieht, dass es eine Bewegung ist, die nicht mehr wegzudenken ist. Wir sind auf dem Weg zur Agrarwende. Jedes Jahr diese tausende Menschen, das ist ein Zeichen, ein starkes Zeichen. Das macht uns alle, muss uns alle ein wenig stolz machen. Aber, liebe Mitstreiter, Mitstreiter, warum haben wir immer noch millionenfachen Mord an Eintagsküken? Weil Profit vor Tierwohl geht und weil wir das satt haben, stehen wir heute hier. Und warum haben wir denn noch Millionen Tiere, die amputiert, drangsaliert, zurechtgestutzt werden, damit sie zu Fleisch verarbeitet werden können? Weil Profit vor Tierwohl geht. Das haben wir satt. Dafür stehen wir heute hier, um das zu beenden, liebe Freundinnen und Freunde. So viele Tiertransporte, in denen Tiere malträtiert werden, weil Profit vor Tierwohl steht. Das haben wir satt und das müssen wir beenden. Aber es gibt immer noch welche, die sehen diese Bewegung nicht, die erkennen nicht, dass es auch für sie selber, für die Zukunft nötig ist, die Agrarwende zu machen. Und wenn ich mit denen rede, dann denke ich immer so bei mir, gut, man kann sein Hirn zum Muskel machen, aber es muss dann nicht gleich ein Schließmuskel werden, wenn man mit denen spricht, liebe Freundinnen und Freunde. Regierung gerichtet, die es geben wird. Es ist vorbei mit dem Laubaden. Wer noch glaubt, er kann die Wassertemperatur messen, bevor er ins Wasser springt, der hat nicht verstanden, wie die Zeit drängt. Wir brauchen jetzt sofort eine radikale Änderung der Tierschutzpolitik. Wir brauchen mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz, auch für die nächste Generation. Und weil das so ist, bin ich froh, dass ich Marlene an meiner Seite habe, die für die nächste Generation der Tierschützer steht. Und liebe Marlene, du bist heute hier, weil du es auch satt hast. Was hast du denn satt? Dass die Tiere in so langen Transporten stehen, dass sie so engen Stellen stehen und das ist einfach unfair, denn Tiere sind genauso Lebewesen wie wir. Liebe Marlene, was machst du denn? Wie kämpfst du denn mit uns gemeinsam? Ich habe gehört, du gehst in die Schule und sammelst immer Unterschriften und sorgst dafür, dass alle wissen, wie es den Tieren geht in der Landwirtschaft. Ja, also ich sammle Unterschriften in der Schule und ich schaue auch, neben uns ist, also wo ich wohne, ist eine Zirkuswiese und ich schaue halt, dass die keine Löwen oder sowas haben. Also der letzte Zirkus hatte Dromedar und das fand ich gar nicht gut. Super. Marlene. Danke, Marlene. Vielen Dank. Ich sage, wir haben es satt. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass Tierwohl vor Profit steht und nicht Profit vor Tierwahl. Wohl. Wir haben es satt. Wir sind dabei. Vielen Dank, Thomas Schröder. Vielen Dank, Marlene, für deinen Einsatz. Vielen Dank an den Tierschützer, an den